Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Bedwars auf GammaHD.net. Mein Name ist Dr. Skill, schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Wir spielen auf der Map Flowers. Es ist hier wieder 1 gegen 1 Situation. Und wir spielen Challenges. Ja, also ich habe mir ein bisschen überlegt, Bedwars an sich ein bisschen interessanter zu machen, nachdem gestern so ein bisschen die Challenge für mich war, Unsichtbarkeit, trankmäßig irgendwas zu reißen. Dachte ich mir, es könnte vielleicht auch an sich sehr cool sein, einfach Challenges in Bedwars hier zu spielen. Und entsprechend bin ich einerseits offen für Vorschläge eurer Seite, die ihr einfach gerne in die Kommentare schreiben könnt. Was man hier probieren soll, Betten abbauen ohne Spitzhacke oder ne, all sowas. Und die erste Sache, die ich mal machen möchte, ist, ich möchte ein Bett abbauen, wo ich unsichtbar bin. Das wäre so mein Gedanke. Schau ich nochmal schnell, am ehesten komme ich da rüber. So, ich schau mal schnell, Hellblau und Violett hat keinen Spieler. Nicht genau dazwischen, da ist Violett und da ist Helper. Ah ja, super, das heißt, mich sollte eigentlich gar keiner nerven können. Das ist mal angenehm. Das heißt, ich baue mich jetzt mal hier rüber und dann auf die andere Plattform. Macht wahrscheinlich auch nochmal Sinn, hier einfach rüber zu Blau, um da die ganzen Blöcke schon mal mitzunehmen. Sollte eigentlich Sinn machen. Indessen die anderen sich hier gerade alle gegenseitig angreifen. Einfach mal hier die Abkürzung rübernehmen. So, ja, hier ist keiner da. Helper gibt's nicht. So, ich brauche Blöcke. Ich hätte gern eine Rüstung. Warum eigentlich nicht? Und das passt dann eigentlich auch wieder. So, hier mache ich mal kurz zu. Ansonsten sehe ich auch gerade keinen. Dann baue ich mich einfach mal in die Mitte, hole mir da noch das Gold. Ja, ich baue mich einfach mal hier so rüber. So, das Team von... Ach, Team Gelb. Oh, ich dachte gerade schon, dass ich das wäre. Manchmal ist der Ton ein bisschen überraschend in meinen Augen. Hört sich immer so ein bisschen kurz an, als wäre es das eigene Bett gewesen. Ich glaube, das war früher anders. Da hat man das Geräusch nur gehört, wenn das eigene Bett tatsächlich abgebaut worden ist. So, welches Team bin ich? Orange, okay. Das von Blau wurde erwischt. Dann ist ja halb so wild. Irgendeiner in der Mitte? Nee. Gar keiner hier. Das heißt, ich hole mir jetzt erstmal schnell hier ein bisschen Gold. Guck mal gerade. Ich glaube, es hat sich gar keiner in die Mitte gebaut. Nö, das sieht gut aus. Das heißt, ich kann hier einfach mal in Ruhe eine Runde drehen. Okay. Na, Rot baut sich da gerade in die Mitte. Ich glaube, ich mache mal den Abflug, weil der hier dann herkommt. Schubsen oder nicht? Noch kurz warten. Na, er baut hoch. Okay. Dann lasse ich das mal kurz. Mal schauen, was er hier macht. Ja, er sammelt nur das ein, aber ich kann einfach mal hier die Biege machen. Kriegt er gar nicht mit. So. Gönne ich mir doch einfach mal kurz sein Bett. Damit wird er nicht rechnen. War ein gemeiner Move von mir. So, dann schaue ich mal kurz. Ich werde einmal kurz den Teleporter nach Hause mitgenommen. Und mal kurz die Upgrades hier gemacht. Und dann mal kurz zu meiner Base wieder schauen. Nicht, dass der da jetzt hinläuft. Nö. Hier sieht soweit gut aus. Ach, der ist selber dahin gelaufen. Auf ein neues Eisen. Moment, kann man nicht hier so... wie ging das denn? Ich kann doch Basisverteidigungen. Lohe, Wölfe. Okay. Ich hätte gerne so einen Eisengolem zusätzlich, der kurz in meiner Base ist und einfach die Sache verteidigt. Kostet 5 Diamanten. Die habe ich. Screwchen. Ich habe auch einen Haufen Eisen. So. Ich hätte das Bett natürlich auch unsichtbar abbauen können. Das wäre aber, glaube ich, jetzt nicht so interessant gewesen. Basisverteidigung, der Eisengolem einmal. Sehr gut. Und ansonsten... Jetzt müssen wir hier noch mal ein paar Blöcke. Erstmal so hier, aber dann auch hier ein paar von den Granatteilen. Jetzt müssen wir schauen, hier ist Specials, Tränke, unsichtbar. Das ist nicht schlecht. Das Zeug kann ich hier drin lassen. Bin mal noch so gemein und baue hier mit so einer Holzschicht zu. Da dürfte sich dann gar keiner mehr dran freuen, das Bett abzubauen. Ja, jetzt muss ich den Golem hier noch wegschubsen. Immer im Weg. So,
gerade an. Ah, ich könnte mir noch einen Bogen schnell mitholen. Dafür hätte ich noch ein bisschen Eisen da. So, Pfeilbogen. Blöcke nochmal einen Haufen. So, drei und so. Schau ich mal, es gibt noch zwei Betten. Eins ist meins, eins ist rosa. Das heißt, ich werde jetzt mich mal auf rosa fokussieren und versuchen, dort das Bett abzubauen. Ich glaube, die Challenge ist so ein bisschen gefällt, nachdem hier schon die meisten draufgegangen sind. Aber mal gucken, mal gucken. Lass mal das Gold hier mitnehmen. Es war wohl erst einer hier. Ich muss auch drauf achten, es gibt Partikel. Rosa ist da drüben gar nicht. Läuft der mir eigentlich hinterher? Ja, der kommt hinterher. Das heißt, ich baue mich mal hier einfach kurz nach oben. Oh mein Gott, damit habe ich nicht gerechnet. Das ist jetzt gar nicht gut. Oh mein Gott. So schön aufwendig und der hat einfach... Oh. Ne, damit habe ich nicht gerechnet. Der Feuerball. Gut gespielt. Hat mich jetzt aber auch echt genervt. Okay, das mache ich jetzt so schnell. Okay, das hätte ich gar nicht gebraucht, aber ist okay. Jetzt habe ich nichts mehr. Der Eisengolem chillt da seine Ecke. Okay, ich muss das anders spielen. Mal schnell hier so schauen. So, das ist jetzt hier noch überschüssiges Eisen. Gab es hier nicht noch so coole Fallen? Fallen? Blindheitsfalle? Erfahrungslähmungsfalle? Deckerfalle? Und so einzelne Diamanten, die das hier sind. Aber ich glaube, die könnten nett sein, hier hinzubauen. Ich habe auf jeden Fall ein paar Diamanten, mit denen ich das machen kann. Das wäre ja meine Idee. Dann ist meine Base ja mega gesaved. Ohne, dass mir was passieren kann. Das wäre das erste Mal, dass ich so mit Fallen spiele. Also die ist gut. Und jetzt sind die anderen alle teurer geworden. Ja, nehme ich mal das noch mit rein und jetzt ist die wahrscheinlich noch teurer geworden, ja. Gut, dann schnappe ich mir noch einen Bogen. Und dann versuche ich das Ganze hier nochmal schnell. Also, Ziel ist es, ich brauche 5 Gold und dann da zu Rosa zu kommen, um mir da dann, ja, das Bett abzubauen. Ich weiß nicht, ob das schon so ein bisschen zählt mit Rot, dass ich da unsichtbar war. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Nicht so richtig. Der ist da schon wieder. Ach, der nervt mich ein bisschen. Ich laufe einfach mal hier rüber in der Hoffnung, dass er... Ach, warum ist das denn hier zu? Läuft er jetzt zu mir? Wahrscheinlich. Jo. Jetzt habe ich aber, glaube ich, gar nichts dafür dabei. Mal schauen. Ah ja, der läuft echt zu mir. Golem? Wo ist mein Golem? Warum ist mein Golem gerade nicht am Arbeiten? So, getroffen und... Ist er weg? Ich glaube. Ja. Er war nervig. Wo war mein Golem? Fragezeichen an der Stelle. Schau ich mal, da drüben ist noch ein blauer. Ich glaube, der hat vorhin mitgeschossen tatsächlich. Ah, hier ist kein Gold. Ach, wo ist denn jetzt das Gold hier? Ich habe 14 Diamanten. Auch nicht schlecht. Kann ich nochmal ein bisschen mein Zeug upgraden. So, das sind nur 2. 28. Habe ich 28 Gold hier? Komme ich da bis... Ach, der ist in seine Base wieder zurückgelaufen. Das habe ich gehört. Okay, ich brauche mal irgendeine Base, wo ich kurz hinlaufen kann. Ich habe keinen Teleporter dabei. Noch keinen mobilen Shop. Rot wird sich anbieten. Oder ich laufe kurz einfach in meine eigene Base wieder. Dann kann ich das überschüssige Gold loswerden. Hört sich eigentlich vom Inhalt her schlau an. Da werde ich es einfach machen und ich laufe mal rüber zu da. Ja, ich laufe jetzt mal hier kurz hin. Ah, da ist mein Golem. Ah, doch noch da. Er würde sich gefreut haben. In die Falle reingelaufen und dann kommt der Golem. So, gib mir erstmal den Unsichtbarkeitstrank. Gut, dann gib mir bitte ein paar Verbesserungen. Das war die einzigste, okay. Ein paar Feuerbälle, ein paar Blöcke. Rüstung obendrauf. So, dann tue ich das Zeug mal hier rein. Tue mal das hier noch so ein bisschen umrüsten. Brauche noch mal ein paar Eisen. So. Habe ich mir gerade echt noch einen Bogen gekauft? Ne, ich habe schon einen. Okay. Also blau ist da am Nerven, rosa ist da. Wenn ich mich jetzt mit den Stackblöcken, die ich hier habe, einfach mal rüberbaue, von blau darüber,
Das könnte ja klappen. Ja, rein theoretisch. Einfach mal von hier so los, hinter der Map, einfach mal so eine Uhr anfangen zu bauen. Ich werde mir noch ein paar Fallen bauen können, wieder in meiner Dingens. Aber ich glaube, der Golem ist schon nervig genug erstmal. Um da, dass der Blau jetzt nicht in meine Base rüberwascht. Na, mal schauen. Okay. Versuche ich erstmal hier unbemerkt hinten einfach mal lang zu bauen. Das ist eine Lua. Und ein Eisenkohle. Schau ich mal. Oh, der schießt auf mich. Das ist hier nicht so unbemerkt, okay. Er hat sich eine gute Base gebaut. Ich merke das gerade. So, mal hier ein bisschen vorankommen. Schieß einfach mal hier so ein paar auf. Ah, die kann man abwehren. Das ist ja ärgerlich. Ja gut, er hat auf jeden Fall ein paar Schadentreffer bekommen. Hat er auch sowas? Nee. Wird das beruhigt. Wo ist Blau? Oh nein. Och nee. Och, immer wenn ich wegschaue. Immer wenn ich wegschaue. So, wo ist denn Blau jetzt eigentlich? Keine Ahnung. Gut. Ah, wie ärgerlich. Habe ich hier noch Blöcke? Ja. Gut, dann hier mal kurz nochmal ein bisschen equippen. So, das hier so. Blöcke holen. Feuerbälle, die haben eigentlich sehr viel Spaß gemacht gerade, muss ich zugeben. Gib mir noch ein Eisen. Jetzt vielleicht? Ja. Da ist mein Golem. Ich schaue gerade nochmal, ob ich hier... Kann ich nicht noch solche Fallen nochmal kaufen? So und so, das ist da lustig. So, okay, das heißt, er hat den Weg da eigentlich entdeckt. Überlege ich gerade, wie könnte das sonst noch gut gehen? Sie werde anscheinend schon mal hier nicht so unsichtbar langkommen. Was aber, glaube ich, immer gut geht, sind hier die Booster. Also die mit denen dürfte das ja echt ganz gut klappen. Dann hole ich mir hier nochmal ein paar Blöcke, nochmal hier so ein paar Feuerbälle. Diamanten können auch wieder in meine Base. Ja, er ist da drüben. Ich schieße einfach mal einen rüber. Der repariert das ja gerade so süß. Ja, okay. Ich glaube, die kommen nicht bis rüber, kann das sein? Vielleicht. Einfach mal schauen. Ich glaube, das reicht von der Reichweite nicht. Ah doch, das macht schon Spaß. So, jetzt nur aufpassen, was er hier kaputt macht. Kann gar nicht so viel haben. So, das ist weg und jetzt versuche ich die Blaze zu adaptieren. Ah, währenddessen geht der da in meine Base. Ja, das ist nicht schlecht gewesen von ihm. Versuche ich da doch mal zu nerven. Ach Mann, da hat mein Bett schon abgebaut. Das war nicht schlecht. Und ist dabei gestorben. Das heißt, mehr oder weniger, ich bin alleine. Gut, das ist... macht die ganze Geschichte ja nochmal spannender. Das heißt, ich darf jetzt gar nicht mehr sterben. Okay. Ich muss mir einen Plan überlegen. Wie ich da jetzt hinkomme. Also der Weg da mit den Teilen zum Bauen, mega smart. Keine Frage. Muss man schon mal so sagen. Das ist nicht schlecht gewesen. Rosa baut sich jetzt aber gerade ein. Das heißt, ich überlege mir gerade, wie ich das nochmal... Tank der Schnelligkeit. Oh Gott, was ist denn noch gut? Ich habe 6 Diamanten. Federfall, okay. Kann ich mir noch so einen mobilen Shop mitnehmen? Wo war das denn? Specials. Mobiler Shop hier. Ja, so, wenn ich meinen brauche. So, das heißt, ich klappere vielleicht nochmal kurz die Lager ab, die es hier so gibt. Ja, er ist gerade in der Mitte. Vielleicht wäre das jetzt mal ein guter Moment. Er hat sich ein bisschen entgegengebaut. Vermute halt auch, dass er das halt nutzen möchte für sich. Ist ja gar kein Vorwurf, ist es ja auch schlau, einfach mal zu bauen. Aber wenn er da natürlich gerade... versuch mal hier seinen Weg abzuschießen. Ja, das hat geklappt und... Dann nochmal nachschießen. Ja, da ist er drüber gesprungen. Ah, er hat's gefehlt. Das heißt, ich habe jetzt 5 Sekunden kurz, um hier voranzukommen. Ja, aber da ist halt auch zu viel Weg schon weg. Und ich darf nicht vergessen, ich habe halt nur noch das eine Leben hier. Das heißt, die ganze Strategie muss schlau aufgebaut werden. Ah, ich war nicht schnell genug. Ich habe es genutzt, dass er in die Mitte geht, aber ich habe es nicht gut genutzt. Oh. Oh nein, das ist nicht gut.
ist der hinter mir? Ne, das ist Emi. So, jetzt schaue ich mir gerade. Das war ein guter Angriff von ihm. Ich habe gerade nicht damit gerechnet, dass er kommt. Gib mir mal kurz ein paar Feuerbälle. So, mal hier so machen. Damit er da drüben ist. Ah. Da ist er geflogen. Ich habe leider gerade nicht so viele Blöcke. Mal schauen, ob das hier das 1-1 werden könnte. Oh nein, ich habe nicht mehr viel Leben. Oh, GG. Ich bedanke mich auch wieder bei euch fürs Zuschauen dieser Folge. Schaltet auch gerne morgen wieder ein, wenn ich versuche, endlich mal ein unsichtbares Bett zu zerlegen. Bis dahin. Ciao, ciao.